einer der Paulberger Ritter eventuell nicht nur ein Verräter ist, sondern ein Spion, der die Gegner mit Privatinformationen füttert. Nein. Paulberger Ritter, Angriff! 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 Hey Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Helden Episode 7, Leute. Und heute steht das große Treffen bevor. Wir werden uns mit den Königskriegern treffen, Leute. Ihr wisst, was gestern passiert ist. Wir wurden angegriffen und sie haben ein Pferd von MBK auf dem Gewissen, Leute. Wir werden uns heute mit den Königskriegern treffen und entweder sie werden sich entschuldigen oder es wird richtig Krieg geben, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und bevor es soweit ist, Leute, bevor wir uns hier mit den Königskriegern oder Königsnoobs besser gesagt treffen, will ich euch mal hier noch was zeigen. Und zwar, ich habe natürlich wieder an der Paulberger Burg weitergebaut und es gibt einige neue Sachen hier. Und zwar könnt ihr jetzt hier schon mal sehen, ich habe jetzt hier überall so eine Paulberger Banner aufgehangen. Seid mal ehrlich, Leute, wie krass sieht das eigentlich aus, diese ganzen Banner hier. Ich habe richtig viele davon gemacht. Seid mal ehrlich, überall diese P, Leute. Das P steht natürlich für Paulberger Ritter, ist ja klar. Komplett ringsrum um die Burg hängen die hier. Meiner Meinung nach sieht das Ganze sehr, sehr krass aus. Wenn ihr auch findet, dass das krass aussieht, Leute, dann lasst jetzt hier alle mal ein Like da. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Außerdem, während wir reingehen, ich werde euch jetzt hier nämlich noch den neuen Thronsaal zeigen. Den habe ich nämlich auch noch überarbeitet. Hier noch eine kleine Info und zwar an der Stelle hier Werbung in eigener Sache. Und zwar auf meinem Server habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein iPhone 15 oder ein Gaming-PC zu gewinnen. Und zwar ab heute läuft ein zweiwöchiges Farming-Event. Kommt einfach auf meinen Server blogbanne.de, Leute. Wenn ihr dort jeden Tag die Mission macht beim NPC am Spawn, bewerbt ihr euch quasi jeden Tag auf ein iPhone 15 oder auf ein Gaming-PC. Das Ganze läuft 2 Wochen, also kommt auf den Server blogbundle.de und spielt mit, Leute. Ihr wisst Bescheid. So, und zwar hier hat sich nochmal einiges verändert. Also ihr seht natürlich hier auch überall die Banner, die hängen auch hier überall an den Türmen. Also richtig krass, Leute. Okay, hier jetzt irgendwie nicht, aber da hängt auf jeden Fall nochmal einer. Überall hier hängen die Banner. Dann haben wir jetzt hier unseren Thronsaal und den will ich euch jetzt mal zeigen, Leute. Richtig, richtig heftig. So, also hier kommt man erstmal rein. So, dann ist hier die königliche Stallung, Leute. Hier ist der königliche Pferdestall. Hier ist auch schon mein Pferd. Mr. Berger ist hier am Start. Und jetzt haltet euch fest, Leute. Haltet euch jetzt hier mal bitte fest für den Thronsaal. Amir schreibt hier gerade in den Chat. Hey Max, wir müssen uns treffen. Leute, was will denn Amir jetzt? Okay, komm vorbei in der Burg. Leute, was will Amir denn jetzt? Okay, aber ich sag mal so, mit Amir sind wir gut, alles gut. Wir müssen uns auf jeden Fall ready machen gleich noch, weil wir werden uns ja, wie gesagt, gleich noch mit Stani, Esu, Danity und den Königskriegern da treffen. So, aber hier ist erstmal der Thronsaal. Wir haben hier einen fetten Kamin, Leute. Seid mal ehrlich, das sieht doch hier schon mal absolut heftig aus. Hier schöner Kamin mit 3 Flammen. Hier natürlich auch mit Paulberger Bannern. Und jetzt, Leute, der Thron. Der königliche Paulberger Ritterthron. Thron von König Crimex dem Ersten, Leute. Oh mein Gott, seid mal ehrlich. Also wenn das nicht krass aussieht. Hier können wir einfach sitzen und entspannt unsere Paulberger Limo schlürfen. So, Leute, also so lässt sich's doch leben. Wir sind hier der König von unserer Burg. Und ich sag mal so, die ganzen Leute können jetzt hier mal zu uns kommen. Mit ihrem Anliegen können hier hinlaufen und dann so mit uns reden. Hallo, König Crimex. Und dann sage ich so, dann gehe ich hier so hin und sag so, ja, was los, was gibt's, ne? Oh, oh, guck mal, da ist auch schon der Erste direkt. Da ist ja auch schon der Erste. Du bist gemutet. Yo, moin, Amir. Na? Moin, Max. Warte mal ganz kurz. Komm noch mal ganz kurz reingelaufen. Komm noch mal ganz kurz neu reingelaufen. Genau, Leute, weil jetzt zeige ich euch, wie das läuft. So, zack. Okay, du kannst kommen. Okay. Wer möchte den König sprechen? Hallo, Max. Ich bin Amir. Was geht? Alles gut, Amir. War nur ein Joke. Wir sind doch Freunde. Alles gut. Du musst dich nein, anmelden. Nein, das ist gut. Weil ich bin Amir. Warte. Ich muss gerade ein bisschen... Ich sammle es direkt wieder auf. Aha. Amir, ein Mitglied der Eiskrieger. Eiskrieger? Alter, wie krass sieht deine Rüstung aus? Amir ist jetzt Dankeschön. Eiskrieger. Ey, ich sag mal so, Amir, du kommst aus einem sehr guten Anlass, weil uns steht ein Krieg bevor. Es ist sowieso gut, dass du mal hier bist, weil wir müssen mal reden. Komm mal mit in den Besprechungsraum. Wir sind hier gerade im Thronsaal, jetzt komm mal in den Besprechungssaal mit hoch hier. Ja. Uns steht ein Krieg bevor. Sehr gut, dass du da bist, weil wir müssen auf die Unterstützung der Eiskrieger zählen. So. Okay, nimm hier Platz, mein Sohn. Nimm hier einfach Platz. Okay, ich nehme hier Platz. Max? Ja, was los? Du weißt, ich habe dir ja eben was geschrieben gehabt, richtig? Ja, du hast gesagt, dass du hast mir Spinnenaugen getroppt. Richtig, Spinnenaugen. Aha, okay. Spinnen sind verräterisch, die warten irgendwo im Untergrund und warten, bis du in eine Falle reintappst, richtig? Ja, das stimmt. Und ich glaube, du hast eine Spinne in deiner... Burg. Was? Willst du damit sagen, einer der Paulberger Ritter ist ein Verräter? Noch viel schlimmer, Max. Ich will sagen, dass einer der Paulberger Ritter eventuell nicht nur ein Verräter ist,
sondern ein Spion, der die Gegner mit Privatinformationen füttert. Nein, 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 nein. Okay, sag mir, wen du denkst. Max. Wer ist der Verräter? Du weißt, dass ich niemals hinkommen würde, wenn ich nur einen Verdacht hätte oder nur sagen würde, oh, könnte ich mir vielleicht vorstellen. Sag mir nicht, Leute. Ich habe einen Beweis. Nein, 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 nein. Okay, okay. Dass jemand einen Spion für, halt dich fest, nicht für irgendwie für Sue, Stani oder für uns oder für sie, sondern für Banks höchstpersönlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wen? Wer ist es? Wer ist der Verräter? Es ist jemand, wo ich gesehen habe, dass jemand neu ist. Jemand, der schon mich für Banks ausspioniert hat. Und zwar ist es... Warte. Elina. Richtig. Awesome. Was? Elina. Hat mich für Dr. Banks damals ausgesperrt. Sie kam zu mir, hat nach Asyl gefragt. Sie ist alleine, ob sie vielleicht hier wohnen könnte. Das ist hart. Hat mir ein kleines Geschenk gemacht. Und das alles nur, um Informationen ranzukommen für Dr. Banks. Ich sag dir aber ehrlich, Amir, das sind sehr, sehr harte Anschuldigungen. Warum denkst du das Ganze? Hast du Beweise dafür? Hast du die belauscht? Weißt du irgendwie was oder so? Max, sie hat ein komplettes Video gemacht, wie sie nur darum ging, mich und Awife auszuspionieren. Ja, aber vielleicht hat sie euch ausspioniert, aber wer sagt, dass sie das auch bei mir macht? Sie hat es für Dr. Banks gemacht. Oh mein Gott. Okay, okay. Was ist, wenn Dr. Banks, der doch letztens auch hier mit Russik war, komischerweise einen Tag bevor du sie aufgenommen hast. Ich muss Elina wirklich mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich sag mal so, du bist jetzt auch sogar schon der Zweite, der das behauptet. Alphastein hat das auch gesagt, aber Alphastein kann man ja eigentlich nicht trauen. Alphastein kannst du nicht vertrauen. Auch, guck mal, selbst wenn er jetzt zu mir ankommt, würde ich es ihm auch nicht direkt glauben. Aber Max, du weißt, ich würde nicht einfach so hinkommen, wenn ich mir das nur vielleicht so denken könnte. Das sind einfach zu viele Sachen, die zusammenpassen. Ey, ich sage euch ehrlich, Leute, bei dem Gedanken wird mir schlecht. Ich habe Elina bei uns aufgenommen. Ich habe sie bei uns aufgenommen wie eine Schwester. Ich habe das Gleiche auch gemacht. Sie hat alles bekommen. Das Gleiche auch gemacht. Ich habe ihr ein Zuhause gegeben bei mir auf der Insel damals. Und sie hat dich verraten an Banks. Die kam nur mit der Anweisung von Banks zu mir. Okay. Das heißt, die erste Sekunde hat sie mich schon angelogen gehabt. Ich sag dir ehrlich, Amir, das ist sehr gut zu wissen. Ich werde Elina mal genauer im Auge behalten. Danke für die Info. Aber, Amir, es gibt noch was anderes Wichtiges zu besprechen. Und zwar gestern haben wir unseren Feinden den Krieg erklärt. Wir sind offiziell im Krieg. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Königskrieger haben uns angegriffen und so haben sogar ein Pferd von uns auf dem Gewissen. Was? Die haben ein Pferd von uns auf dem Gewissen. Von MBK hat Stani das Pferd abgeschlachtet vor seinen Augen. Ach du Heilige. Und wir haben sie darauf angewiesen, als Strafe für die Aktion, für den Diebstahl von dem Pferd und den Mord, einfach nur 2 Diamanten Strafe zu zahlen und sich zu entschuldigen, und sie haben sich geweigert. Oh nein, das heißt, jetzt geht es in den Krieg. Es ist Krieg. Jetzt gibt kein Zurück, ihr könnt keine Schwäche mehr zeigen. Nein, geht nicht. Wenn wir das so über uns ergehen lassen, dann kommt ja jeder und wird unsere Pferde einfach abschlachten und denkt, er kann mit uns machen, was er will. Ich sag dir ehrlich, Amir, können wir auf die Unterstützung der Eiskrieger hoffen? Wir müssen jetzt mächtige Bündnisse machen. MBK, komm in den Besprechungsraum. Ich hab gelauscht. Komm in den Besprechungsraum. Können wir auf Bündnisse mit den Eiskriegern hoffen? Das Ding ist, wir haben ein Bündnis mit euch. Ja. Das hatten wir gestern abgesprochen. Und das heißt, wer uns angreift, greift auch die Eiskrieger an. Wie wir euch jetzt hier am besten helfen können, das muss ich ja natürlich auch mit den Jungs noch besprechen, ob wir da jetzt mit in den Krieg ziehen, weil das Problem ist, es herrscht auch ein, ich will nicht Bündnis sagen, aber eine Freundschaft zu Sue. Ja, Bro, aber das Problem ist, die sind halt mitgegangen, mitgefangen. Mit Sue habe ich auch kein Problem. Aber wenn Sue Stani beschützt, einen Pferdemörder. Wir haben jetzt gegen Sue, es ist Stani. Ja, es ist Stani. Und Sue hält halt Stani. Deswegen ist Sue halt mitgegangen, mitgefangen. Also wie gesagt, ich kann euch jetzt kein 100% Versprechen geben, weil Vive muss online kommen und Rhiney muss online kommen, damit wir da 100% euch das sehen können. Was ich aber euch direkt zu 100% sagen kann, sollte sich irgendwer anderes dazu einmischen, jetzt so eine Ampelkriege oder sonst dann steppen wir rein und werden uns um die kümmern. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Dann sprech mit deinen Leuten ab, wir können jede Unterstützung gebrauchen, weil ich gehe mal davon aus, dass die auch nicht heute einsichtig sein werden. MBK, du weißt, wir haben in ein paar Minuten das Treffen mit denen, aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass sie sich heute entschuldigen werden und die 2 die ihre Strafe zahlen werden. Das heißt, ich gehe sehr stark davon aus, dass es heute auf den Krieg hinausläuft. Ja. Amir, sprech dich mit deinen Leuten ab. Aber ich sag mal so, ich dachte, wir hätten ein festes Bündnis. Das haben wir auch. Das Problem ist, ich kann nicht über den Kopf der anderen entscheiden, weil das Bündnis auch auf der anderen Seite besteht, weißt du? Ja, okay, dann sprech dich mit denen ab. Aber ich sag's mal so. Also, die haben uns angegriffen und wir haben Videobeweise. Sie haben unsere Pferde geklaut. Die haben unser Pferd auf dem Gewissen.
und Sören getötet. Ja, Sören ist das Pferd. Das Ding ist, ich würde ihnen wahrscheinlich auch raten, dass sie sich entschuldigen sollten. Ja, wir wollten ja nur eine Entschuldigung, nicht mal das machen die. Ja, gut. Also na kann, gut. Also euch kann man nicht als Schlechte dann dastehen lassen. Amir, überleg's dir, so überzeug dich selbst und sprech mit deinen Leuten ab. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Wie gesagt, ich muss mit den Jungs das, ja, alles ich muss gut. das mit den Jungs, wie gesagt. Alles aber gut, okay. So, wie du es mir erklärt hast, muss ich leider sagen, also muss ich sagen, ihr steht im Recht. Würde ich auch mal behaupten. Okay, Amir. Da kann man nichts gegen sagen. Ey, wir hören uns, ich muss mich hier besprechen, ja? Ja, viel Glück euch. Ich hoffe, Dankeschön. Dass niemand ein Herz verlieren muss. Jo, mach's gut. Ciao. MBK, du hast mitbekommen, ich was abgeht. Gehört alles. Ich hoffe, wir können auf die Unterstützung der Eiskrieger hoffen. Aber ich sag's mal so, wir werden das natürlich auch alleine mit denen aufnehmen. In ein paar Minuten steht das Treffen mit denen an. Die wollen hier in die Burg vorbeikommen. Wir sind aktuell nur zu zweit. Ich werde jetzt hier mal noch die anderen zusammentrommeln. Also wir müssen auf jeden Fall mal zu mindestens... Zu zweit? Ja, wir sind aktuell nur zu zweit. Kein anderer ist online. Ja, Bro, die sind... Danergy ist online, Stani und Esti, die sind zu dritt. Wir brauchen noch mehr Paul-Berger Ritter-Unterstützung. Ich werde die mal noch zusammentrommeln. Ey, hast du schon hier gesehen, die ganzen neuen Banner und sowas? Bro, das sieht richtig cool aus. Krass, hast aber du... Aber kann man das P nicht noch ein bisschen schmaler machen? Das geht leider nicht. Ne, geht leider nicht, geht leider nicht. Ey, das sieht richtig, Bro, richtig hast cool du den Thronsaal aus. Unten gesehen? Nee, zeig mal. Warte, komm mal her. Ich wäre auch dafür, dass Stani Bro, warte hier, ja, und komm, wenn ich sag, lauf rein. Trete ein, Ritter MBK. Oh, mein Lord. Wow. Bro, nein. Knie nieder vor König Crimex dem Ersten. Oh, Elina. Elina ist beigetreten. Okay, sehr gut. Ich werde direkt schreiben. Elina, komm in die Burg. Notfall. So, sehr ich gut. Ganz kurz, ich gehe mich ganz kurz um den Stall kümmern. Ich bin sofort da, Max, ja? Ja, das ist gut. Du kannst auch dein Pferd mal hier hochholen. Ja, wir haben jetzt hier nämlich die Stallungen mein, hier oben. Mein Pferd? Achso, oh. MBK, sorry, das war noch zu frisch. Ich weiß, es ist noch zu frisch. Es tut mir leid. Ich habe Sören vergessen. Aber MBK, du musst auch irgendwann mal weitermachen. Wir holen dir ein neues Pferd. Sei nicht traurig. Das müssen wir echt machen. Dann nennen wir ihn Sören der Zweite. Willst du eigentlich eine Beerdigung machen für dein Pferd, Sören? Auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Oh ja, hieß mein Vogel Sören. Kennst du noch meinen Papageien? Ja, stimmt. Ja, dein Papagei, ja. Der wurde von Zombies gegessen. Naja, okay, mach dir nichts draus, Bro, ja. Gut, dann lass uns hier gleich... Sauber. Ja, mach mal den Stall sauber. Gut, Leute, wir werden uns jetzt hier alle zusammen versammeln. Gleich beginnt hier die große Versammlung zwischen den Königstrotteln. Ich nenne sie jetzt die Königstrottel. Und den Paulberger Rittern. Wir laden die ein in unsere Burg, Leute. Und ich hoffe, die sind einsichtig, weil ansonsten wird das Ganze echt eskalieren, Leute. Leute, wir sind natürlich auch absolut ready, falls das Ganze gleich eskaliert. Wir haben Enderperlen, wir haben Goldäpfel, alles Mögliche hier am Start, Freunde. Falls es hier gleich zum Kampf kommt, wir könnten vielleicht unsere Rüstung mal noch reparieren. Das ist eine gute Idee. Wir werden unsere Rüstung mal noch komplett reparieren, weil wenn es gleich wirklich zum Kampf kommt, darf natürlich unsere Rüstung nicht schlapp machen. So, das heißt, wir gehen mal ganz kurz nochmal zu unserem Verzauberungstisch runter. Okay, da ist nochmal MBK. Wir kommen jetzt. Oh, die schreiben, dass sie jetzt kommen. Okay, wir haben keine Zeit mehr, die Rüstung zu reparieren. Okay, kommt zur Bergerburg. Wir müssen jetzt sofort Elina schreiben. Komm in die Burg. So, okay, wir müssen uns jetzt hier versammeln. Zack, alle ins Planungszimmer rein. Ja. Okay, ich habe Elina geschrieben, die soll jetzt auch kommen. Die sind jetzt auf dem Weg hierher. Ich muss ganz kurz den Lava-Eimer holen, falls es zum Kampf kommt, unten von unserem Mülleimer. Das ist eine gute Idee, hol mal noch schnell einen Lava-Eimer. Mach das. Ja. Ich warte im Planungszimmer und sag Elina, die Max, soll auch ins Planungszimmer. Änder unten deine Reihe, dass du eine Axt direkt greifbar hast, dass du direkt einen Bogen greifbar hast und so. Ja, ich bin voll ready, ich bin voll einsatzbereit für alles. Okay. Bin voll einsatzbereit. Ich muss mal ganz kurz sagen. Okay, perfekt. Wir sind im Kampfmodus. So, ich kann mal ganz kurz sagen. Okay, und geh Elina holen, wir treffen uns im Thronsaal. Ja. Okay, Freunde, jetzt beginnt's. Ich habe hier wirklich alles ausgerüstet zum Kämpfen. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben leider unsere Rüstung nicht mehr voll repariert. Ich hoffe, die wird durchhalten. Okay, wir sind ready. Hallo. So. Von Königs. Crimex, der Erste. Ja, wie findest du meinen neuen Thron? Der sieht stabil aus. Der sieht wirklich nice aus. Krass, King, ne? King Crimex. Ey, Elina. Du weißt ja, was gestern abging. Ja. Wir werden uns jetzt gleich mit den Königskriegern treffen. Wir haben die eingeladen hier in die Bergerburg. Und wenn die nicht einsichtig sind und nicht die zwei Diamanten Strafe bezahlen und sich entschuldigen, dann wird es zum Krieg kommen. Okay, alles bist du klar, bereit? Alles klar. Bist du ausgestattet? Hast du Goldäpfel? Ich bin anders bereit. Warte. Schade. Warte. Gib mir eine Sekunde. Ja. Okay. Schade. Wird immer peinlicher.
Oh, jetzt bin ich bereit. Jetzt sehr bin ich stark, sehr stark. Wir haben übrigens hier neue Ställe jetzt hier oben, also kannst dein Pferd auch hier parken. Ah, ja. Okay, das ist gut, dass du bereit bist, weil die kommen auch zu dritt, wir sind auch zu dritt. Das heißt, wir sind jetzt diesmal nicht in der Überzahl. Also wir müssen auf jeden Fall, gut koordiniert vorgehen. Wir werden nicht zurückweichen. Außer wenn jetzt natürlich jemand sterben sollte oder sowas oder Rüstung kaputt geht. Aber ansonsten werden wir durchziehen, falls es zur Schlägerei kommt. Ich auch dabei. Ja. Was hast du dabei? Obi-Trap. Obi-Trap? Wenn die in der Ecke bekommen, dann können wir sie theoretisch mit Obsidian zubauen. Und dann einen von denen. Und das wäre schon echt kacke. Auch strong, auch sehr strong. Okay, perfekt. Wir warten jetzt noch kurz auf MBK. Ich vermute mal, dass sie gleich kommen werden. Zack, ich werde jetzt hier nochmal kurz in den Chat schreiben. Ich halte dann da vorne die Stellung. Genau. Du kannst ja mal schon mal, geh mal zum Burgeingang am besten. Und da kannst du die dann hier rein begleiten, wenn die kommen. Unten am Hafen oder oben? Nee, hier oben beim Burgeingang. So, Leute, Elina ist auch dabei, das ist sehr gut. Alphastein kommt jetzt auch noch on. Oh Gott, Leute, das fehlt mir ja gerade noch. Wobei, mit Alphastein sind wir ja gerade, halbwegs mit ihm befreundet. Okay, ich schreibe jetzt mal in den Chat. Kommt zur Berger Burg und bezahlt eure Schuld. Wo ist MBK? Komm schnell. MBK muss auf jeden Fall auch hier sein. Wir gehen mal oben Ausschau halten, Leute. Nicht, dass sie hier irgendwas im Schilde führen und sich vielleicht hier durchsprengen wollen oder so. Vertraue denen nicht. Die kommen ja irgendwie aus der Richtung hier. MBK, bin vor der vor Tor. Okay, sehr gut. Ich bin ready. Ich bin komplett ausgestattet. Sehr gut, okay. Elina und MBK sind da unten. Selbst wenn es Denergy ist. Unsere Ritter sind stabil da unten. Okay. Der dann auch noch. Da schon zwei. Sehr gut, Leute. Ja, doch. Das habe ich gesagt. Sehr gut. Wann kommen die Paulberger? Ich glaube, die trauen sich gar nicht herzukommen. Während wir hier gerade warten auf die Königskrieger, mache ich mir aber auch noch ein bisschen Gedanken über das, was Amir gesagt hat. Können wir Elina wirklich vertrauen? Ich meine, Amir ist jetzt sogar schon der Zweite, der das zu uns sagt. Alphastein hat das ja gesagt. Gut, Alphastein, ich sag mal so, muss man vielleicht nicht unbedingt vertrauen. Aber wenn Amir das auch schon sagt, dass Elina auch schon Amir ausspioniert hat für Banks, vielleicht ist Elina wirklich nur eine Spionin, Freunde. Das würde mir echt das Herz brechen, sage ich euch ehrlich. Wir haben sie aufgenommen wie eine Schwester bei uns, wenn das alles nur gespielt ist. Wir müssen sie leider im Auge behalten. Ich meine, bis jetzt kann ich nichts Schlechtes über sie sagen. Sie macht einen guten Job, sie ist loyal. Aber warum behauptet das jeder von Elina? Oh, Leute, ich habe gerade was gehört. Ich glaube, die kommen. Auf gar keinen Fall. Oh, 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 oh. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Max? König Max? Tretet ein! Okay, da ist er. Da sind die. Paulberger Ritter, also. Auf dem Holzthron. Die Königskrieger. Herzlich willkommen in der Bergerburg. Ich hoffe, ihr seid gekommen, um euch zu entschuldigen. Für was? Wir sind hergekommen, um über bestimmte Sachen zu reden. Wollte ich gerade sagen, wir sind hergekommen, um einige Sachen zu klären. Was ist euer Anliegen? Sprecht jetzt! Gestern gab es einen gewissen Tag, wo es sehr düster geregnet hat. Der liebe MBK hat mir geschrieben und gesagt, ich soll hierher kommen. Aber er hat mich bedroht wegen einem Pferd, das wir anscheinend getötet haben. Nicht also, anscheinend, ihr habt das Pferd getötet. Ja, aber man muss erstmal zweite Situation wieder. Wir haben das geklärt gehabt gestern. Und MBK macht mal wieder weiter und bedroht erneut ein Mitglied der Königskrieger. Aber jetzt nochmal ganz kurz aus meiner Seite. Nein. Tag und die Zeit ist fast abgelaufen. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Warte mal, darf ich jetzt nicht mal dazu was sagen? Ist es jetzt einfach nur eure Sache? Nein, natürlich darfst du was dazu Denergy sagen. Denergy kam hier gestern hierher, weil es ein guter Freund ist, den ich seit 10 Jahren kenne. Und ich habe ihm die ganze Situation geschildert. Und habe gesagt, Daniel, du bleibst trotzdem mein Freund. Ich habe dich hierher geholt, habe dich nicht angegriffen. Ach, du hast deinen Freund nicht angegriffen? Du hast ihn bedroht, alles. Ja. Denergy, erzähl doch mal deine Sicht. Ich habe zu Daniel gesagt, ich möchte dich hier erstmal nicht sehen, bevor die Sache geklärt ist. Das war die Drohung für dich? Ich habe gesagt, ich stehe hinter den Königskriegern und wenn sie die Entscheidung getroffen haben, ein Pferd zu töten, dann war es anscheinend richtig. Und dann hast du deinen Bogen rausgezogen und wolltest mich angreifen. Die sagen gerade, es ist richtig, ein Tier zu töten. Okay, warte mal. Warte mal, wenn wir jetzt wieder auf dieses Tierthema gehen. Wie viele Tiere hast du schon umgebracht, MBK? Hä? Nein. Das ist doch kein Argument. Hat MBK auch ein Tier von euch getötet? War es dein Tier? Hä? Es bezieht sich doch nicht darauf, ob es unser Tier oder euer Tier war. Letztendlich wart ihr im Kampf und er musste sich wehren, dann hat er dein Pferd bekommen. Stopp. Lass uns mal bitte ganz vorne starten. Ganz vorne. Ja. So, es gab einen Konflikt zwischen MBK und Stani. So, sagt, wenn es irgendwas falsch ist. Wir sind zu dir gekommen, Stani, und wir wollten nichts außer eine Entschuldigung dafür haben.
Ja, aber pass auf, nein, lass mich erstmal ausreden. Jetzt ist doch schon falsch. Nein, schon okay, falsch. Nein. Was war daran falsch? Wir sind gekommen, weil wir eine Entschuldigung wollten. Dann hast du dich, Entschuldigung, so mäßig entschuldigt, so, okay. Lassen wir gelten, alles gut, wir sind gegangen. Die Sache war geschlossen. Der Fall war durch. Nein. Dann doch. Hören wir nein, dich. Stopp. Dann hören wir dich über unserer Base, wie du ein Pferd klaust. Wir nehmen die Verfolgung auf. Dann allein für Diebstahl ist schon frech. Und dann schießt du noch mit deinem Bogen das Pferd tot. Ja. Also und sag mir jetzt, dein, wo das nicht stimmt, was wir hier sagen. Bro, ich könnte dir sagen, guck mal, das stimmt. Ja, okay, alles, er fängt an. Nein, okay. Okay, ich kann nicht reden wegen MBK, sorry. Nein, lass ihn ausreden. Wir lassen hier wirklich jeden komplett reden. Ja, komplett. Das Ding war gewesen, ihr kommt zu viel. Ich dreh hier durch. Stürmt meine Pyramide. Wenn ihr normal was absprechen wollen würdet, dann werdet ihr normal gekommen. Und ihr habt mich unter Druck gesetzt. Ihr habt gesagt, wenn ich mich nicht entschuldige, Diamantenstrafe. Und wenn ich dann nicht die Diamanten zahle, killt ihr mich. Ja. Du, ja. Geredet, okay, ganz Alter. Kurz, ganz Bro, es kurz. Gibt Regeln. Dazu es gibt sagen. Gesetze. Ich war selber nicht anwesend, als das passiert ist. Deshalb würde ich gerne mal Elinas Meinung dazu hören. Ist das genauso passiert? Seid ihr wirklich zu viert da hingegangen und habt Stani angegriffen? Erzähl mal aus deiner Sicht. Das angegriffen würde ich jetzt nicht. Ja, wir haben ihn nicht angegriffen. Ja, also wir sind zur Burg gegangen, wir sind zur Burg gegangen, haben da gewartet. Zugegebenermaßen haben wir ein bisschen TNT dahin gesetzt. Ja, das ist schon wahr. Okay. Aber wir wollten nur eine Entschuldigung haben. Da muss man aber auch dazu sagen, das TNT haben wir nur gesetzt, damit er zu uns kommt, weil er wollte zuerst nicht kommen. Habe ich das TNT gesetzt, habe gesagt, Stani, ja, jetzt komm aber her. Aber Max, das war ja die nur Leute einen angreifen, natürlich ja, hat man Angst. Es sind drei Herzen so. Okay, und okay. Und auch den TNT, ihr habt ihn quasi erpresst. Aber wir haben ihn gesagt, ja nicht, wir haben ihn ja nicht angegriffen. Wir deine ganze Burg. Und ja, Bro, ich wollte mich nicht mal rechtfertigen, weil MBK hat nämlich große Klappe gehabt. Ich wollte mich gar nicht entschuldigen, okay. Das war MBKs Schuld. Sio, wir wollten die Burg kaputt machen, TNT macht keinen Gebäudeschaden. TNT macht doch gar keinen Gebäudeschaden. Jungs, es war einfach nur ein Druckmittel. Es gibt zwei Optionen, wie wir das jetzt regeln. Ja, macht keinen Schaden an Gebäuden. Es gibt zwei Optionen. Entweder brennt diese Burg. Hä? Oder wir werden uns jetzt einigen, weil wir sind Freunde. Woher kommt diese Drohung jetzt? Davon muss ich gerade auch. Drohst du uns gerade, die Burg brennt? Hä? Warum ist denn ein Apfel? Du hast gerade gedroht, unsere Burg abzubrennen. Nein, es gibt zwei Optionen. Entweder werden wir wieder Freunde, so wie es vorher waren, oder wir werden den ersten Clankrieg haben. Ja, Mann. Sio, unterschreibst du das so? Wegen okay, zwei okay, Diamanten? Pass auf. Passt mal auf, Leute. Ich will, dass jetzt alle hier den Raum verlassen, bis auf Sio und ich. Ihr anderen wartet jetzt vorne. Ja, nein, dann eskaliert es. Nein, Sio. Letzte... Okay, nein. Okay. Keiner eskaliert jetzt. Jetzt reden. Ihr geht jetzt vor. Geht vor die Burg. Geht Mann, vor die Burg. Ich bin zu emotional, Mann. Geht vor die Burg. Okay, Max. Pass auf, MBK könnte jetzt angreifen. Ihr seid noch zu nah. Geht vor die Burg. Sio, wir müssen jetzt... Sich zerfetzen, während wir anwesend sind. Von König zu König. Ich höre immer noch Denergy. Ich dreh gleich durch. Denergy, jetzt... Ich höre dich immer noch. So. Ihr müsst ein bisschen weiter weg. Geht ein bisschen weiter weg. So, Sio, von König zu König. Ich will nicht, dass das Ganze hier eskaliert. Aber ich sag dir so, wir können das aber... nicht so einfach auf uns sitzen lassen. Und ich habe auch nichts gegen dich, wir haben ja normal geredet, aber Bro, 100%. Ich sag dir, ich sag dir jetzt von Freund zu Freund, und du kennst auch Stani, Stani ist ein Hitzkopf. Bro, und sag du mir, ob es korrekt ist, wenn man ein Pferd klaut, und ob es korrekt ist, ob man es abknallt. Natürlich haben wir, wir haben ihn ein bisschen unter Druck gesetzt nicht. Und wollten eine Entschuldigung haben, aber Bro, das, du kannst doch nicht, dass wir, und wir haben ihn ja nicht angegriffen, wir haben nur gesagt, wir wollen eine Entschuldigung, das kannst du nicht damit vergleichen, mit unter Druck setzen, mit einem Pferd stehlen und es töten. Guck mal, Max, ich verstehe, auf was für Punkte du hinaus willst, aber du musst dich einfach in die Lage von ihm versetzen, ja? Du kennst ihn genauso gut wie ich. Er ist schon seit 10 Jahren schon immer so gewesen, und du weißt auch, dass MBK Fitner macht und wirklich provoziert. Beide haben sich safe gegenseitig provoziert. Wir wissen das wahrscheinlich nicht die hundertprozentige Wahrheit, aber ich bin mir sicher, beide haben an der Stelle Schuld. Und ich hoffe, dass sie sich einfach vertragen und dass alles geklärt ist, weil sonst... Ja, aber Essie, man muss da zwei Fälle sehen. Das eine, dass die sich provoziert haben, da waren wir ja nur da und haben mit ihm quasi geredet und wollten eine Entschuldigung. Mehr haben wir nicht gemacht, wir haben ihn nicht angegriffen, wir wollten da noch nicht auf Ernst, aber Bro, er hat erwiesenermaßen, und ich habe das auch in seinem Video gesehen, er hat bei uns ein Pferd geklaut und das Pferd ist gestorben. Und dafür, das weiß ich und ja, das wir wollen ich auch keinen gesehen. Krieg, wir sind, und selbst dann sind wir nur zu euch gekommen und wollten eine Entschädigung haben. Und ich finde zwei Dias Strafe, weil Bro, es muss Gesetze geben. Du kannst nicht was klauen und töten, da muss es 100%. Gesetze geben.
und ich finde zwei Dias Strafe, auf deiner Seite. Aber Mats, dann soll Stani die Strafe zahlen. Ja, aber er wird zu stur sein. Du musst dir einfach mal die Lage in seine Lage hineinversetzen. Er wird von vier Leuten angegriffen. Er kann dann einfach in dem Moment nicht wirklich klar nachdenken und hat dann letztendlich so agiert, weil er sich einfach erniedrigt gefühlt hat. Und ich bin mir sicher, wenn vier Leute dich genauso angreifen würden, du würdest auch nicht einfach stillstehen und sagen, okay, ich gebe euch jetzt zwei Diamanten. Du würdest in deinem... Guck mal, jeder von uns hat seinen Stolz. Sein Stolz ist gekränkt. Und du weißt, wenn Stanis Stolz gekränkt ist, er wird nicht ja, aber da ist schon wieder er falsch. Wird kämpfen. Es ist schon wieder falsch. Als wir zu viert da waren, wollten wir gar keine zwei Diamanten von ihm. Da wollten wir doch einfach nur die Sache klären und eine Entschuldigung. Ja, aber das mit dem TNT und mit diesen vier Pferden, ihr wart mit acht Lebewesen sozusagen dort. Und das hat ihn erniedrigt. Mit ich bin mir ganz Lebewesen? Sicher. Wie gesagt, ich verstehe das. Ich soll dir auch sagen von MBK, er schreibt mir gerade, dass Stani die ganze Zeit frech draußen ist. Du musst Stani an die Leine nehmen. Es tut mir leid. Bro, und man darf auch nicht immer nachgeben. Man sagt ja immer, die Schlauen geben nach. Wenn immer die Schlauen nachgeben, dann wird die Welt von dumm regiert. So sage ich dazu. Ich hab kein Nein, ich hab noch. MBK wieso? Ist der Einzige, der Unheil reinbringt. Stani, du hast mein Pferd. Max langsam mal einsehen. So, also, okay. Folgendes Angebot jetzt. Für das Pferd, was geklaut wurde und gestorben ist, wollen wir eine Entschädigung. Wenn die Entschädigung erfolgt, dann ist für uns alles gut. Ja. Ich will erstmal eine Entschuldigung. Gemeinsam, ja. Ich will erstmal eine Entschuldigung von MBK an mich und an Denergy für sein Fehlverhalten in den letzten Tagen. Und dann können wir über jede weitere Verhandlung nachdenken. Okay, das Einzige, was mir leid tut, eventuell habe ich beim ersten Tag ein bisschen provoziert. Das war's. Okay. Ja, aber damit ist, und dafür damit muss ich mich entschuldigen und das hat alles ausgelöst. Guck mal, genau das ist ja das Ding. Deswegen muss man doch kein Pferd klauen. Max, du musst endlich einsehen, dass MBK Warte mal, Max. Okay, vielleicht war es nicht gut von mir. Aber Sue, du hast das Video angeguckt, jetzt geht er wieder weg. Das ist krass. Sue, warte ganz kurz. Ich bin deswegen weggegangen. Ich habe erst mit der Community geredet. Okay, Sue, du hast das Video ja angeguckt. Wir haben ein bisschen herumgestochert. Shiny und ich waren ja Freunde. Ist es direkt berechtigt, dann mit einem Pfeil, mit einem verzauberten Pfeil auf mich zu schießen? Nur nachdem, was da passiert ist. Ganz kurz, MBK, man hat aber gesehen, dass die Leute, mir reicht das jetzt, mir reicht das jetzt. Die wollen, die sehen es nicht ein. Die sehen es nicht ein. Die sehen es nicht ein, Leute. Ist das schlimm? Schuss war das. Max, ganz kurz, warte. Wegen einem Schuss machst du ein Film draus. Ja, Bro, ich schieß dich ganz kurz. Ja, Bro, vor allem, ihr wisst doch, aber man hat doch gesehen, er wollte dich doch gar nicht töten. Ihr wisst doch, wie das hier mit den Herzen ist. Selbst wenn er angeschossen wird und dann an Fallschaden stirbt, dann verliert er ein Herz. Das ist doch kein Spaß hier. Stimmt. Nein, ich hatte 1,5 Leben und ich hatte Glück, dass ich einen Wassereimer dabei hatte. Ich wäre sonst verbrannt, dass ich dich gekillt habe, weil ich dich im Müll gelassen habe, okay, oh mein Gott. So, passt auf. Nein, ey, Jungs, das bringt Schmutz hier so weg, bitte? Das warte, das ist ein Schmutz. Er beleidigt. Stopp. Er sagt einfach Schmutz. Passt auf, Königskrieger. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Entweder es kommt jetzt die Entschädigung, oder es ist Krieg. Und ich finde, für ein ermordetes Pferd sind zwei Diamanten nicht viel dafür. Wir hatten sogar vor, euch entgegenzukommen, dass hier alles wieder heile Welt ist. Ja, ich will über die Überraschung noch nicht reden, aber dass wieder MBK so provoziert, der bringt es wieder in die andere Richtung. Wollte ich gerade sagen. So wie MBK provoziert. Ja, okay, warte mal. Also ich finde das gerade echt nicht in Ordnung, dass wir als Schmutz betitelt werden. Ja, Bro, er beleidigt wieder direkt. Ja. Für MBKs Aussagen kann ich nichts, aber ich sag mal, es geht hier um. Du bist der König. Max, das ist das Gleiche, als ob ich sagen würde, ich kann auch dafür auch nichts, dass Stani gestern euer Pferd geklaut hat. Ich check alle im selben Boot. Ich hab doch auch gar nichts gegen dich. Ich will, dass Stani seine Schuld bezahlt. Darum reden wir gerade. Aber das ist das, was Sue und also anscheinend nicht checken. Ich will nur zwei Diamanten von Stani fürs Pferd und das war's. Ich hab nichts gegen euch. Wir wollen einfach nur eine Entschuldigung. Entschuldige dich vernünftig. Für Fehlverhalten und bei Leute, es ist zu krass, es ist zu krass. Und dann kriegst du deine zwei Diamanten. Nein, ich hab nur gesagt, entschuldige dich und dann können wir weiterreden. MBK, du wirst dich entschuldigen. Stani, du wirst dich entschuldigen. Und nein, Stani, ich entschuldige mich nicht nochmal. Warum soll ich mich nochmal entschuldigen? Bro, das war nicht ernst gemeint. Es war nicht ernst gemeint, deine Entschuldigung. Ja, okay, warte, ich entschuldige mich ganz kurz. Okay, es ist gleich wieder. Gleichgültig wie Stani. Bringt nichts, Jungs. Also, So, und wann wird hier die Schuld bezahlt von euch? Okay, lass uns mal. Wir müssen das kurz besprechen. Ja. Jungs, lass mal kurz die weg, kurz nach unten. Kommt. Geh immer nach unten. Also, wir gehen wieder Max, in die Burg, kommt mal auch in die ja, Burg, ja, kommt ja, auch in die Burg, kommt ja, auch in die Burg. Also, ich bin sprachlos. Also, ich check's auch wirklich nicht. Ich check's nicht. Ich sag zu SU, guck mal, man muss das ja als zwei Fälle betrachten. Einmal waren wir bei ihm und wollten eine Entschuldigung. Nichts passiert. Ja. Und der Pferdediebstahl und der Pferdemord. Das sind zwei geschlossene Sachen so.
So, und also das ist nicht korrekt, was hier gerade läuft. Das mit Schmutz war vielleicht ein falscher Wort. Ja, Bro, du musst auch ein bisschen aufpassen, wie du was du sagst. Aber ja, Max, es geht um ein Pferd und es wird ein ganzes Zeit so getan, wie als wenn nichts wäre. Also ich sag's mal so, das Problem ist, das Problem, was ich sehe, wenn wir das jetzt einfach so stehen lassen, dann stehen wir hier als Schwächlinge da. Meiner Meinung nach. Ja. Dann stehen wir hier als Schwächlinge da. Elina, warte mal, hier, nimm dir das auch mal, kannst auch auf dein Schild packen. Zack. Wow. Ui. Danke. So. Ui. Ich glaube, wir müssen Zeichen setzen. Ich will nur zwei Diamanten. Das ist ja nicht viel. Die sollen einfach die Schuld bezahlen. Ja. Ich würde also, wenn die jetzt nicht zahlen, werden wir sie angreifen, würde ich sagen. Ja, haben wir halt nicht. Ja, müssen wir. Wir müssen Stärke zeigen. Sonst sind wir hier eine Lachnummer. Sonst denken alle, wir blöffen nur. Ich sag dann, wenn ich das Kommando mache, dann heißt es Angriff. Wenn wir gleich reden und ich das mache, dann greifen wir sie einfach an. Aber tut mir bitte, aber passt auf euch auf. Also, Danergy ist das schwächste Glied. Da müssen wir eigentlich auf Danergy gehen. Direkt. Okay, komm. Direkt. Also, dann ist es halt. Ja. Vielleicht gehen wir nach oben auf die Tür mit drauf. Dann können wir direkt von oben runterschießen. So. Oh ja. Lass mal auf die Tür hoch. Ist doch alles gut. Nein. Ihr wartet vor der Burg. Ihr dürft hier nicht eintreten. So, ihr dürft nicht eintreten, solange das nicht geklärt ist. Die wollen da auch gar nicht rein. Die wollen auch gar nicht rein. So, wie ist eure Entscheidung? Also, unsere Entscheidung ist wie folgt: Ihr lasst uns, wir werden euch nichts zahlen. Ihr lasst uns in Ruhe. Wenn ihr in die Nähe der Pyramide kommt, werdet ihr angegriffen. Wie, ihr wollt hier nicht zahlen? Geschichte. Wir werden nichts zahlen. Wenn ihr in die Nähe der Pyramide kommt, werden wir euch eure Leben wegnehmen. Dann wird nicht mehr geredet. Was? Dann wird nicht mehr geredet. So sieht's aus. Ist das eure finale Entscheidung? Bro, das ist unsere finale Entscheidung. Ihr wolltet nicht einsehen, dass ihr Fehler gemacht habt. Paul Berger, Ritter, Angriff! 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 Bro, ist das euer Ernst? Zurück. Hier! Ihr habt jetzt Hausverbot! Okay, alles gut, ich komme. Raus hier! Raus von unserer Burg! Entweder ihr zahlt jetzt 2 Diamanten Strafe oder wir sind im Krieg! Alter, was sagt ihr da? Bro, Max hat sich verändert, Alter! Max hat sich übelst verändert, Bam. Bro! Stani Double Shot! Ja, okay. Nimm Goldapfel. Spam sie mit Pfeilen. Ja, Stani haut schon ab. Okay. Sehr gut. Also, sehr gut. Ich bin gerade wirklich sprachlos über diese Situation. Sprachlos. Ihr hättet so lange Zeit gehabt, eure Schuld zu zahlen. Wieso denn die Schuld bezahlen? Was soll das? Ja, ab sofort hier Verbot. Betretet nie wieder das Paulberger Königreich. Ja. Wir wollen gar nicht mehr hierher. Ich dachte, Max, da bin! Stani auch. Oh, Stani 3, 4. Sehr gut. Rauf. Wollen wir jetzt wirklich kämpfen oder was? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, die wollen. 4 Hits, 5 Hits. Rauf, so wie abgesprochen haben. Nein. Max, okay, los. Hi. Okay, jetzt. Okay, Danergy. Bro, das ist eine persönliche Angelegenheit, Bro. Ja, Jungs, Da ist jemand in der Lavabahn. Danergy verbrennt, Leute. Danergy verbrennt, Leute. Danergy verbrennt, Leute. Die sagen, okay, wir gehen mit 2 Diamanten. Dein Bogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alle aus Ju, ist aber das Stärkste, geht alle aus Ju jetzt. Ey. Oh mein Gott. Fünf Pfeile. Bro, ich sehe gar nicht mehr durch. Enderperle. Ich sehe gar nicht mehr durch. Ja, weil du Gold gegessen hast. Die ziehen sich zurück! Geht mal auf Danergy. Nein, alle auf Danergy jetzt. Zieht euch zurück, oder was? So. Stani Shots. Oh mein Gott. Komm jetzt hier an. Hoch zur Burg, Leute, versammelt euch oben. Wo bist du? Versammelt euch oben in der Burg. Jo. Oh, sorry, MDK, sorry. Wo ist MDK? Verstärke sie. MDK nehmen wir unten, irgendwo unten. Ja. Die wollen hier beim Berg abhauen. Ey, ich verstehe, dass ich das alles so für 2 Diamanten passiert. Achtung, die kommen über die Flanke. Ja, okay, Hoch in die Burg zurück. Ich bin wirklich enttäuscht, Jungs. Wir hatten sogar ein Geschenk für euch.
Ja, ist klar, hattet ihr ein Geschenk, wahrscheinlich. Wir hatten wirklich ein Geschenk. Okay, ist das Geschenk ein Pferd oder die zwei Diamanten? Es ist tatsächlich sogar ein Pferd gewesen. Ja, dann ist hätte klar. Ich das sagen sollen, dann hättet ihr es kommunizieren sollen. Ihr habt uns Schmutz betitelt, als Schmutz. Erst mal gucken, ob du das überhaupt verdienst nach diesen ganzen Sachen. Ja, ihr hättet die ganze Zeit doch das Geschenk geben können, hä? Ja. Ja, aber wieso, wenn wir als Schmutz betitelt werden, warum sollen wir das dann machen? Achtung, SU hier auf dem Hausdach, SU auf dem Hausdach. Ja, ich bin auch drauf. Er ist alleine. Oh. Kids. Er ist die MBK, ja, okay, Kids. Er ist wieder runter. Baby Kids, er hat einen Pfeil getroffen. Danny. Ja, okay. So, komm jetzt, zieht Leine, Königstrottel. Oh, Denergy, pass auf! Denergy, pass auf, Bro! Denergy, pass auf, Bro! So. Guck mal. Denergy, lauf! Kommt doch her, ihr Babys! Kommt doch, wenn ihr euch traut, ha? Ach, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Vor allem als... Wow, das ist krass. Kommt, wenn ihr euch traut. Ey, kommt beide jetzt auf mich, ne? Also damit ihr ganz gut Bescheid wisst. Oh mein Gott, das war krass. Ich glaube, ich habe zwischenzeitlich irgendwie euch aus Versehen angegriffen, weil ich gar nicht mehr durchgesehen habe. Ja, ich glaube, jetzt gehen die. Ja, jetzt gehen die. Ach du Heilige. Hey, was war das denn? Guck mal, da oben. Seht ihr das da oben auf dem Pferd? Da ist da auf dem Berg, da ist ein Pferd mit Goldharnisch. Ja, Elina, ist das dein Pferd? Warte kurz. Ist das deins? Siehst du dieses Pferd hier vor mir? Bro, die haben irgendein wildes Pferd genommen und machen jetzt so, als hätten die es mitgebracht. Das war das Pferd. Die haben irgendein Pferd im Wald aufgegeiert und sagen jetzt hier, das wäre das Geschenk. Nein, das ist nicht dein Pferd. Wir haben ein anderes Pferd. Echt? Guck mal. Oh, ey, Stani greift gerade immer noch an. Ey, Stani greift immer noch an. Nimm doch mal Stani an die Leine. Ja, ich hab gerade hier die ganze Zeit nichts gemacht. Ihr habt mich doch auch die ganze Zeit angegriffen. Verzieht euch jetzt hier. Ey, mein Schild ist kaputt. Ey, sein Schild ist kaputt! Verzieht euch jetzt! Stani, geht doch jetzt! Ja, ich seh ihn, hinter euch! Geht doch jetzt! Oh, er greift der Dina an. Ey, jetzt alleine hinter uns, alle drei auf SU! SU? Ich bin mich gerade wie Spider-Man. Okay, Stani, ein Hit! SU, was willst du hier? Stani geht rein mit zwei Hits. Es tut echt weh, dass das jetzt so eskaliert ist. Ja, ich find's auch schade. Das ist so schade. Vor ein paar Stunden waren wir noch alle so dicke und jetzt ist das alles so eskaliert! Ja, ey, das war zu wenig und zu spät, was ihr gegeben habt. Sorry, aber... Zu wenig und zu spät. Oh mein Gott. Zu wenig und zu spät. Ja, wo ist Stani? So, lass die mal hier aus der Burg rauskicken. Lass die mal aus der Burg rauskicken. Ja, lass sie raus. Einfach mal rausgehen jetzt. Reicht jetzt. Stani alleine. Komm. Er ist wieder, oh mein Gott, wieder. Komm nochmal runter, du Schisser. Bro. MBK, er ist hier. Jam. Komm her. Bro, er wollte einfach nur den. Er haut ab. Oh Gott, der hat Angst, Bro. Er sagt, ich bin wieder drin. Warum hast du Angst, Bro? Warum hast du ab alleine? War doch 1 gegen 1. Bro, warte, ja, komm. Komm, 1 gegen 1. Warte, Stu. Okay, dann komm, 1 gegen 1. Dann kennen wir das 1 gegen 1, aber bis zum Tod. Oha. Stani, Big Hits. MBK, Big Hits. Bro, ich hau einfach ab. MBK, sehr Big Hits. Ich hau einfach ab. Sag Stani. Max, pass auf! Was redest du, hä? Bro, die Motivation. Ey, ich geh auf Denergy, er hat kein Schild. Die ganze Burg kaputt gemacht, ne? Das ist so krass. Ist das eklig. Ist da das? Passt mal auf, was wir mit eurer Pyramide machen, Alter. Ist so. Bro, warum muss man denn alles kaputt bauen, ihr ekligen Alter? So, komm, reicht jetzt, Bro. Bringt nix. Ja, weg. So, jetzt dürfen wir gleich erstmal wieder die Burg reparieren. Nächstes Mal machen wir auf jeden Fall Kampf bei denen, ey. So, die ekligen Alter. Guck mal, die haben schon wieder die Wand aufgebaut. Mach doch wenigstens die Wand wieder zu, Alter. Was machen die denn? Warte mal, was? Die verbrennen unser Dorf unten? Ja. Bro, okay. Ist es so traurig. Okay. Bro, wo sind die? Da unten sind die? Okay, jetzt reicht's jetzt. Jetzt reicht's. Okay. Sorry, dass wir wieder hier waren. Wir gehen ja schon. Bro, wie kann man denn so übertreiben? Jetzt verzieht euch, Freunde. Jetzt ist Feierabend. Bro, wie kann man denn so übertreiben? Reicht doch jetzt, Alter. Ja, wir gehen. Ja. Mein Gott, ey. Also, guck mal, der Kampf war so des Grauens unnötig. Und guck mal, die haben im Nachhinein, die haben halt Real Talk. Was haben die gemacht? Die haben mir halt trotzdem ein Pferd gebracht. Haben die jetzt trotzdem das Pferd geschenkt? Bro, ich check gar nichts. Mit Eisläufer 2 wieder. Hä, ich check gar nichts mehr. Warum machen die denn so eine Action, wenn die uns doch was schenken, hä? Ich check das auch nicht. Hätten die das doch gleich gegeben, dann wäre das gar nicht so eskaliert. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Max, wir haben ja den Thron kaputt gemacht. Alles, Bro, ne? Die haben einfach hier angefangen, alles kaputt zu bauen, Alter. Ja, sieht's wieder gut aus. Ey, mein Gott. Ey, Leute, ganz ehrlich, also... Ich sag's mal so, ich find's cool, dass sie noch das Pferd geschenkt haben, aber ich check halt nicht, warum die es nicht direkt schon gemacht haben. Also, ich verstehe die ganze Aktion nicht. Ehrlich nicht.
Und ich sag auch, wie es ist. Ich finde auch, wir sind im Recht. So. Wir haben ihnen mehrmals die Chance gegeben, ihre Schuld zu bezahlen. Haben es irgendwie nicht gemacht und wundern sich dann, dass wir angreifen. Was denken die denn? Also ich sag's mal so, wir sind jetzt erstmal auf Kriegsfuß mit denen. Wir werden sie nicht aktiv angreifen, aber die haben hier auf jeden Fall nichts zu suchen. Ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Grund hinzugehen, wir haben keinen Grund, die anzugreifen, weil die Schulden sind eigentlich beglichen. Schulden sind aber beglichen. Wenn die weiter Stunk machen, ich würde direkt zurück angreifen. Safe. Und vor allem haben die hier auch bei der Burg nichts mehr zu suchen. Wir haben Hausverbot. Die sind auch ausgeladen von der Beerdigung. Sag ich auch so. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier alles repariere. Ey Jungs, wir sehen uns morgen wieder, ja? Ciao. So. Ey, das war crazy. Das war wirklich crazy. Das war echt crazy. Also Leute, warum nicht direkt so? Ich werde auf jeden Fall jetzt mal die Burg reparieren. Wie seht ihr das, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wir befinden uns im Krieg. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.